Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Wurmtalwar mit der Mundus Magnus Mod und den Skipionen. Ich bin der Skipion. Und ja, im letzten Part haben wir eine heroische Schlacht geführt und gewonnen. Einen heroischen Sieg haben wir dadurch errungen. Die zwei Schwerter beweisen es bei Jerusalem. Beziehungsweise hier in der Mundus Magnus Mod heißt die Stadt ja anders. Ich kann auch gerne nochmal die Städte zeigen. Der blöde Diplomat steht zwar im Weg, aber hier sehen wir die Schwerterstädte einer berühmten Stadt. Jahr 271 vor Christus, Sieger Tiberius Plautinianus, Haus der Skipionen, Verlierer Hauptmann Perdiccas. Beziehungsweise es waren ja eigentlich vier Hauptmänner, die hier verloren haben, aber egal. So, jetzt kriegt ihr hier Waffen-Upgrades. Das ist gut. Ich hätte hier gerne auch schnell die Hauptstraßen. Was ich nicht ganz so verstehe, ist, warum hier keine Straße entstanden ist. Also zwischen Alexandria und so. Ich glaube, das ist ein Fehler in der Mod. So, was wir machen müssen, ist die Armee hier noch fortbilden. Ah, da habe ich Schluck auf. Toll. Kommt mir jetzt sehr, sehr ungelegen. So, meine Spione, was hat diese Armee? Die hat ja gar nichts. Er wird uns nicht angreifen. Okay, die Stadt ist noch keine Metropole, das ist gut. Ja, Damaskus werde ich mir auf jeden Fall auch noch unter den Nagel reißen. Oh. Da ist mein Spion verreckt. Petra ist... Ah, Petra, genau. Petra, ganz schnell hier. Die Straße. Wir brauchen Generäle hier unten. Ortschaft wächst. Oh, endlich. Sehr gut. Ich weiß es echt noch nicht, ob ich die Städte da abgebe. Eigentlich schon. Ansonsten müsste ich vielleicht die Stadt nämlich auch noch einnehmen. Ich weiß es noch nicht. Ammonium ist eigentlich... Dann könnte ich hier immer schön mit der Kavalleriearmee hier oben lang. Müsste ich aber auch Hibis aufgeben. Und, nee, ich lasse das einfach so. Fertig. Nee. Ich überlege jetzt da nicht mehr. Wahrscheinlich überlege ich es in jedem Part wieder neu, aber okay. Gesundheit geht hier vor, nachdem wir ja hier die Pest drin haben. So. Was haben wir denn noch? Einiges ist fertig geworden, okay. Themen. Themen hat wahrscheinlich noch Probleme wegen Schmutz. Ja, da kann ich nichts dran machen. Aber die Kulturstrafe ist weg. Das ist gut. Bauen wir mal das Forum, bitte. Messana kriegt Rüstungsschmied. Alexandria. Oh, was kriegt denn Alexandria? Ah ja, die Schiffe können wir fortbilden. Haben wir in Alexandria noch Probleme mit der Kultur? Nein, aber mit der Gesundheit. Das heißt, die öffentlichen Bäder. Karthago. Haben wir hier noch Probleme mit der Kultur? Ja, Kulturstrafe. Ja, dann schlage ich doch vor, ersetzen wir mal die Kaserne. Das bringt uns auch nochmal öffentliche Ordnung. Na? Ja, 5% durchgesetzt, ist okay. Petra hatten wir und Hero Solymyma. Solymyma hatten wir auch schon. So. Dann jetzt hier. Genau, hier wollte ich auf die Bogenschützen warten. Die Stadt lasse ich den Kollegen da mal. Ach ja, ja, da fällt mir was ein. Ich habe ja hier noch zwei Generäle, die mir hier Türme bauen sollten. Frage ist, wo? Also hier hätte ich ganz gerne noch einen Turm. Und, ja, jetzt kommt der natürlich wieder angeschissen. War ja klar. Frage ist, brauche ich da eine kleine Armee? Ich meine, wir haben hier einen Onager. Ja, komm, eine kleine Armee können wir nochmal in Auftrag geben. Frage ist nur... Nochmal ein paar Prinzeps, zwei davon... Ah, und zwei Kavalleristen. Ja, 6 Runden, dann ist die Armee fertig, okay. Gut, machen wir so.
Jo. Was machen wir sonst noch? Hier ein paar Spione rekrutieren. Ansonsten müssen wir jetzt warten, bis die Armee hier fertig ist, um hier Hauptmann, wie heißt er? Ataios fertig zu machen. Dann greifen wir Sidon und Damaskus an. Ach ja, Schiffe versenken. Oh, die Armee haut ab. Und die Gallier kommen wieder, alle Jahre wieder. Ja, nämlich Messana. Warum dort? Führen die Karthager jetzt eigentlich mal Krieg gegen die Numidier? Nein. Warum nicht? Ha, verpiss dich. Mache ich das mit ihm hier? Oder baue ich erst den Turm? Ich baue erst den Turm. Jetzt weg hier. Ah, jetzt habe ich natürlich nicht genug Bewegungspunkte. Das heißt, weg mit dir. So, jetzt habe ich jetzt keinen Bock selbst zu machen. Das war immer wieder ärgerlich, weil ich es immer wieder machen muss. So, kann ich hier wenigstens meine Bauern Erfahrung geben. Ein bisschen rumfaden. So. Ihr könnt hier wieder rein. Dann gibt es jetzt hier. Was habt ihr denn für ein Problem? Schmutzproblem habt ihr auf jeden Fall. Okay. So, Schiffe versenken spielen wir auch wieder. Ein tolles Spiel. Vor allem, weil wir das die ganze Zeit gewinnen. Ja, dass der Tod noch umgeht, ist gut. Okay, jetzt müssen wir die Stadt ausbauen. Wir kriegen Familienmitglieder. Das ist auch sehr schön. Oh, die Gallier haben hier eine größere Flotte rekrutiert, aber wir haben Erfahrung und Upgrades. Das verschafft uns den Vorteil. Ja, Rom wächst auch bald. Das ist gut. Dann kriegen wir bald die Marius-Reform nämlich. So, dann jetzt hier die Straßen und die Prinzeps können wir fortbilden, das ist gut. Die Armee könnte ich eigentlich mal bestechen. Wo ist denn mein Diplomat? Komm mal her, ich brauche dich. Ein ägyptischer Attentäter, den mag ich nicht. Was haben wir hier? Bostra. Voll garnisoniert, ja. Gefällt mir nicht ganz so gut. So, was haben wir denn jetzt hier? Ne, die brauche ich nicht, die Kollegen. Aber du kannst jetzt hier in die Stadt rein. Und dann können wir endlich die Armee auch noch fortbilden. So, dann gucken wir mal, was wir hier rumschieben können. Ja, das war schon okay. Aber die kriegen irgendwie noch Waffen-Upgrades und so weiter. Okay, das ist gut. Greifen wir die Ägypter an? Oh, wir können uns einfach mal ganz frech vor deren Stadt stellen. Ja, machen wir einfach mal ganz frech vor die Stadt stellen. So, die Flotte brauche ich jetzt hier langsam, wenn ich Salamis einnehmen möchte. Ja, Salamis. Da kann ich nichts machen. Nächste Runde. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Haben uns die Gallier nicht belagert? Jetzt belagern uns die Gallier. Wollte doch sagen, da war doch was. Nervig. Einfach nur nervig. Genauso wie die ganzen karthagischen Schiffe. Wo kommen die überhaupt her? Wir haben nur noch einen Hafen. Das dürfte hier unten, ja, Dyptis Nagna sein. Wir können ja mal gucken mit dem Spion. Achso, ich hatte hier unten mit dem Spion geguckt. Das habe ich gar nicht erzählt. Weil hier unten waren so Städte. Und ich geguckt, ob die Karthager hier, das eingenommen haben. Und haben, das haben sie auch gemacht. So. Meine Freunde.
müssten wir hier weiter auf Schiffe versenken. So, das lief doch gut. 20% haben wir nur. Definitiv zu wenig. So, die Seleukiden sammeln hier ihre Armeen. So, da kommt noch ein bisschen was von den Ägyptern. Ja, die Ägypter haben nur noch hier die Stadt, okay. Ostra haben die. Was haben die da drin? Hm. Sollen die mal da vergammeln? Jetzt ist die Frage, greifen wir die Armee an oder stellen wir uns einfach hier hin und belagern? Wir belagern einfach die Stadt. Fertig. Machen wir es so. Die Armee könnte eigentlich noch, weiß ich nicht, irgendwas vertragen. Kroton. Tempel? Tempel. Öffentliche Zufriedenheit und ein bisschen Geld. Ja, komm, das große Forum, damit wir hier, den braucht man ja, um bestimmte Gebäude zu bauen. Oh yeah. Du, Rom ist sehr, sehr gut ausgebaut. Haben wir hier noch Kulturstrafe? Nein, aber Schmutzprobleme. So, und damit wir das Aquädukt bauen können, müssen wir das Forum bauen, ne? Ja, benötigt Forum, genau. Das habe ich mir schon... Oh wow, ist viel fertig geworden. Aber erstmal die Straßen. Ammonium, auf jeden Fall auch erst die Straßen und dich bestechen war. Oh, das hat viel gekostet. Jetzt können wir die Karthager nicht mehr bestechen. Blöd. Kreuz und Hipporegius. Nee, du brauchst eigentlich nicht die Straßen. Du brauchst die Straßen. Du kriegst dann den Tempel. Und dann können wir auch hier mit den Steuern hoch. Sehr gut, dann machen wir nochmal Geld. Das ist gar nichts. Das verschießen wir mit den Onagern und mit den Bogenschützen. Werden die Bauern das alles abfangen. Na, mal lieber eine Schlacht gegen die Gallier. Wow. Die Gallier rüsten auf. Dreimal Elite-Schwertkämpfer. Ich bin begeistert von den Galliern. Ja, jetzt nehmen die Armeen doch Gestalt an. Gut, dann wollen wir doch nochmal eine Schlacht gegen die Gallier führen. Hauptmann Glasobrin. So, keine Rede. Blöd. Okay. Gut, wir stopfen wieder alle Einheiten vors Tor. Theoretisch könnte ich das auch nur mit der Kavallerie machen, mal wieder. Ist halt so schön mit der Kavallerie-Armee. Oh, bis die Armee immer draußen ist. Wie gesagt, ich finde es halt, hätte es halt cool gefunden, wenn man die Armee auch draußen aufstellen kann. Aber kann man ja nicht. Dann kommt jetzt bald die Marius-Reform. Ich meine, wir können sie ein bisschen beschleunigen, indem wir ein paar Bauern rekrutieren in allen Städten Italiens und dann die in Rom auflösen. Was will ich nicht machen, denn Rom ist noch nicht vollkommen ausgebaut. Wenn Rom ausgebaut ist, kann man das machen, weil dann ist es sinnvoller. Man sollte eigentlich keine Städte pushen, die nicht schon ausgebaut sind. Weil sonst baut man halt ewig an den Städten. Es ist besser, eine Stadt, die halt schon ein bisschen ausgebaut ist, aufzubauen, als eine Stadt, die noch so viele Gebäude bauen muss. Was wird das jetzt hier? Wahrscheinlich ein Ablenkungsmanöver. Ja, Elite-Schwertkämpfer, schwere Infanterie gegen leichte Kavallerie. Wie gesagt, so langsam, ihr seht, die halten ganz gut durch gegen unsere Kavalleristen. Wird es halt schwierig, ne? Wenn wir jetzt nicht bald mal die bessere Kavallerie bekommen. Mit der Auxiliar-Kavallerie können wir die zwar vorher schwächen, bevor wir die angreifen, aber
Wirklich, helfen wird uns das nicht weiter. Ihr seht, dass die Kavallerie verreckt hier so ein bisschen. So, wie sieht das aus? Wo will der Rest jetzt auch noch aus der Stadt kommen? Ja, der Rest möchte auch aus der Stadt kommen und auch kämpfen. Gut. Ja, da kommen noch so einzelne Trüppchen raus. Oh, ah, okay, er flieht nicht. Ich dachte schon, er flieht. So, stellen wir uns mal hier vorne hin. Die Bogenschützen können ja schon mal schießen. Die Kavallerie halte ich hier in der Hinterhand. Die macht jetzt mal ein bisschen weniger, sollen die Bogenschützen mal wieder ein bisschen arbeiten. Flieht er oder zieht er sich zurück? Er flieht, ne? Nee, nix da, hier wird nicht geflohen. Gut, dass ich die Kavallerie bereit gehalten habe. So, jetzt kommt hier die Kavallerie-Armee, jawohl. Ja, die Elite-Schwertkämpfer halten die natürlich auf. Okay, Team. Mal gucken, was wir hier noch alles bekommen. Ich hoffe mal doch ein bisschen noch. So, dann gebe ich jetzt mal hier die Befehle ab. Damit wir hier noch doch noch was kriegen. Nee, nee, fortsetzen. Der Feind zeigt sein wahres Gesicht. Ja, diesmal waren die Verluste bei der Kavallerie etwas höher, ne? Ihr habt es gesehen, die Elite-Schwertkämpfer haben ordentlich reingehauen. Halt aufgrund dessen, dass die Upgrades hatten und auch besser vertreten waren, diesmal. Dies ist ein Hero. Ja, das wird dann nicht mehr ganz so einfach. Wie gesagt, wir brauchen halt jetzt die schwere Kavallerie. So, aber Leute, das war's wieder für diesen Part. Wir sehen uns im nächsten Part. Haut rein. Ciao.